Dort beginnt der Bezirk Tempelhof. Mit dem Tempelhofer Flughafen zum Beispiel ein über 300 Hektar großes Freizeitareal der Berliner. Metzger, den gibt es hier, die herrlichen Männergeschenke. Frau Behrens, die Tortenfrau. Ganz, ganz witzige Geschäfte gibt es hier in der Bergmannstraße. Und es gibt gleich auch noch zu sehen runde Kreise auf dem Boden. Und wenn Sie sich hier mal genauer umschauen, dann sehen Sie hier den Inder neben dem Deutschen, der Deutsche neben dem Spanier, der wiederum neben dem Mexikaner, der Mexikaner neben dem Österreicher, ja, der wiederum neben dem Vietnamesen, der Vietnamese neben dem Chinesen, dann kommt der Iraner, der Jugoslawe, der Türke. Ganz viele Nationen sitzen hier nebeneinander. Schauen Sie links, Knofi, ganz beliebt. Alles, was das Herz begehrt, aus Knoblauch können Sie dort kaufen. Knoblauchschnaps, Knoblauchbrot, Knoblauchsüppchen. Nur nicht unbedingt zu empfehlen, wenn Sie am nächsten Morgen hier sitzen müssen, wa? Das war aber früher das Zille-Milieu, ne? Das hier ist nein. Das Zille-Milieu ist in der Nähe vom Schloss Charlottenburg. Da hat er gelebt. Mitten im Kreuzberg. Der Kreuzberger Kiez hier vor uns mit der Heinicke-Markthalle. Eine der berühmtesten Markthallen von Berlin, wo ich sogar Führungen innen drin mache. Und dahinter die Passionskirche. Das ist hier der Kiez von Kreuzberg. Ne? Hätte man auch Zebrastreifen machen können, ne? Nein, Kreise. Ja, die Heinicke-Markthalle, frisches frischen Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, all solche tollen Dinge gibt es dort innen drin. Tante-Emma-Läden, Kunst, ganz viel. Lohnt sich also auf jeden Fall, da mal einzukehren. Und dort hat der Heinrich Zille mal beobachtet, früher, wie eine Marktfrau zu einer Kundin sagt, hier, kaufen Sie mal den Hasen hier, ne? Und hält ihn so nach oben. Und da kickt die Kundin ganz grimmig und antwortet, nee, also den Hasen da, den will ich nicht. Der hat mir zu viele Schrotkörner im Bauch. Und da kickt die Marktfrau ganz komisch zurück und antwortet, na dann kaufen Sie doch den Hasen hier, der hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, wa? Schlagfertig waren die Berliner Marktkunden. Daran kann man erkennen, dass hier schon früher viele reiche Menschen gelebt haben. Menschen, die was Tolles erschaffen in Berlin, werden zum Ehrenbürger irgendwann benannt. Ja, und jetzt sehen wir den Berliner Fernsehturm schon ein bisschen deutlicher. Ne? Und wenn die Sonne drauf scheint, wie jetzt, dann sieht man das Kreuz oben auf der Kugel. Ich dachte, das Axel Springer auch. Das Axel-Cäsar-Springer-Haus sieht man auch. Ja. Ne? Auf der linken Seite das gläserne Gebäude, das hohe. Da dürfen die Soldaten nicht mehr stehen, die keine echten waren, sondern 4 Euro haben wollten in letzter Zeit. Und die sind jetzt verboten worden, weil 4 Euro war ein bisschen Wucher. Was denkt er jetzt, dass er hier stehen bleiben darf? Das ist absolutes Halteverbot. Also diese beiden Busse, das ist unglaublich. Die machen, was sie wollen. Ja, hier darfst du nicht stehen. Du musst weiter. Hup doch mal, bitte. Er fährt. Ja. Eine absolute Frechheit. So, wir biegen nach links ab und suchen uns da den Parkplatz. Ja, hier der Checkpoint, ne? Hier ist immer eine Menge los. Bitte passen Sie hier gleich auf Ihre Taschen auf, ne? Keine Hütchenspiele mitmachen, Sie können nur verlieren. Sie wissen Bescheid, ne? Sie lachen, ich hatte das letztens, da kam die Mutter mit ihrem Sohn an und sagt, sie hätten 200 Euro verloren. Sie glaubt, sie wurde reingelegt, ja. Als hätten wir es nicht gewusst. Schauen Sie hier, ne? Die Hütchenspieler, bitte nicht mitspielen, das ist eine Verbrecherbande. Rechts die Blackbox am Checkpoint Charlie und bitte, dort erfahren Sie eine Menge über die 50er Jahre, über den Kalten Krieg. Und schauen Sie sich bitte auch die ganzen Schwarz-Weiß-Bilder an, die es dort gibt. Die Proposition hier, super. Die nehmen wir.